Ja, es ist Machine Gun Girl. Ah. Was schaut ihr bitte für Filme? Ich hab schon, damit Trailer wurde mir schon schlecht. Ich hab Sanukat gefragt. Das sind gute Filme. Tank! Das sind so Sachen, die zieht man sich einfach in geselliger Runde. Yeah. Bei vielleicht dem einen oder anderen aufheiternden Getränken oder so. Also mit Schokomilch und sowas. Schokomilch vor allem. Ich bin direkt tot. Wo bist du hingeflogen? So, ich wurde zerstört. Ich habe irgendwas weggefliegt sehen. Achtung, runter. Ja, das, was weggeflogen ist, das war ich. Echt? Ja, ich bin... Das war episch. Ja, ich danke. Du bist wie in so einem Röhrenrad geflogen, nur ohne Rad. Komm, Marv. Ja, ich bin unterwegs. Kennt ihr das Röhrenrad? Das wird meistens in so Projektwochen in der Schule angeboten. Für so unkultivierte Menschen. Und dann zeigen die den Leuten das und fragen, warum das keiner macht. Habt ihr euch das mal angesehen? Nein. Da hängt jemand in einem großen Hamsterrad und rollt von links nach rechts. Wo müssen wir hin, Dalu? Und manchmal macht er so Spinner-Rudy. Hätte ich euch gesagt, wenn ich noch am Leben wäre. Und jetzt nicht mehr. Um euer eigenes. Komm hinterher. Ich kann irgendwo hin. Village People greifen an. Komm lieber mit. Du bist da, Mario, da neben dir, da rein. Nein, zurück. Zurück. Hier ist es. Nein, da ist nichts. Aber ihre Musik hört man nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Hüften. Was zum Geil. Marv, wie geht's weiter? Oh Gott, wo geht's weiter? Einer wird gefangen, einer wird gefangen. Nein, er ist auf Mann auf dem Board. Mann auf dem Board. Wollte gerade runterspringen. Steuerboot. Ah, ja, er hat ihn in den Mülleimer geschmissen. Toll. Rein in die Grube. Und das war richtig geil im letzten Moment. Oh, nee. Wie er runtergesprungen ist. Im letzten Moment hat er dich da reingelegt, in seine Kammer. Weggeworfen. Schnell, komm. Warte, nein, ich muss mich verbinden, sonst sterbe ich. Ich sehe schwarz-weiß. Okay, du bist schwarz-weiß. Habt ihr Lambok gesehen? Da sieht er auch schwarz-weiß. Lambok? Lambok Genie? Kennt ihr nicht Lambok? Nein. Leute, ich bitte euch. Wie hieß denn der da nochmal? Ach, jetzt fällt mir. Natürlich fällt mir jetzt sein Name nicht ein, will voll auf die Kacke hauen. Oh, soll ich ihn rauslassen? Hamburg mit diesem Tourette-Typen, mit der da immer vor seinem Wohnwagen sitzt. Die beiden Kerle, die diese. Soll ich ihn retten? Mario Huna verkaufen, das kennt doch jeder. Mario Huna? Ist nicht ein deutscher Film. Macht dir oft die Füße kaputt. Ja. Die alles in einem Film geguckt, ey. Das mein letztes traumatisches Ereignis in einem Film hatte ich bei Dead Space. Du musst dir unbedingt mal die asiatischen drei Filme angucken, die gerade genannt wurden. Das glaub sind echt nicht. Gute Filme. Und dann kannst du noch Graves angucken. Oh ja. ein Film, der die beste Handlung hat. Graves? Echte Story. Ja, ich kann das ja mal spoilern, weil das sind ja nur zwei Sätze. Der Graves-Film, da ist ein Typ, der will sozusagen die Büchse der Pandora, das ist so ein Sarg, ja? Die will er halt, die darf nicht geöffnet werden, dieser Sarg. Und er beschützt ihn vor Tausenden von Gegnern, die unbedingt diesen Sarg öffnen wollen. Und nach 2 Stunden Film denkt er sich, scheiße, ich hab keinen Bock mehr und macht ihn auf. Ende. Kennt ihr diesen Trailer in Anführungszeichen, so ein Fake-Trailer von so einem Film, den es natürlich nicht gibt, wo dieser Kerl mit dem Löffel hinter dem einen herläuft und die ganze Zeit mit so einem, ja, mit so einem Löffel prügelt, Spoon of the Death oder so, Alter. Und dann am Ende knickt der Löffel so ab und er liegt da in der Wüste am Boden voll fertig und denkt, boah, endlich ist es vorbei und dann macht er so seinen Pulli auf, Alter, super geil. Und hat da 1000 Millionen Löffel noch drin. Hunderte von Jahren wird er gelöffelt, ey. Das muss aber auch schlimm sein, also wenn du es dir anguckst, am Anfang ist es noch witzig, aber dann denkst du irgendwann, boah, es muss echt scheiße sein. Okay, ich kann Benzin mit, als wir im Auto finden. Vor allem, der rennt dir die ganze Zeit hinterher und schlägt dich mit diesem Löffel, auch wenn es nicht wehtut an sich, weißt du? Und du liegst im Bett und er schlägt dir mit dem Löffel ins Gesicht die ganze Zeit. Kennst du die Kehlkreis, weißt du, die auf dem Japan-Tag mit dem Löffel? Ja. Wenn du ein Foto von denen gemacht hast, dann haben die dich verfolgt und die ganze Zeit mit dem Löffel geschlagen, bis ein anderer ein Foto von denen gemacht hat. Der sympathische Loch. Dann würde ich an der Treppe mich hinstellen. Einer oben, einer unten, eine ganz lange Treppe. Und würde ich oben ein Foto machen und dann müssen wir wechseln. Bis wir nicht mehr können.
Brauchen wir jetzt Generatoren aktivieren? Ja. Da waren voll viele Leute von wegen umarme mich. Wir sammeln uns erstmal an dem Generator hier vorne. Umarme mich. Free Hugs. Ja. Hier, der Hack. Free Hugs. Ja, aber im Prinzip, ey, weißt du, bei der hohen Free Hug-Quote, ey, da ist doch bestimmt ein Taschendieb dabei. Oh nein, ich wurde gehackt und dann angekotzt. Ja. Ich werd angekoppelt. Brauch Hilfe. Ich bin schon da. Warte, bitte, bitte sammeln. Hallo. Piu, oh. Tu dir hier. Ich hab keinen Zutritt. Können wir nicht an den ungünstigen Stellen stehen bleiben? An unzensierten Stellen? Nee, der kann man stehen bleiben. Ich meinte eher an... Oh, jetzt bin ich froh, dass du weitergelaufen bist, Dalo, weil sonst hätte ich dir wahrscheinlich gerade eine neue Frisur geschnitzt. Ja, komm, ich werde den Generator und Tank. Genauso wie du mir bei War Z mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hast. Ich dir? Ja, ich erinnere mich noch. Ich starte den ersten Generator. Oder wie da war ich derjenige, der dann irgendwie zusammengebrochen ist, oder nicht? Der Saints Row Hechtsprung war auch nicht schlecht. Wo er mich schlagen wollte. Es war eigentlich ein Attentat. Das haben wir irgendwie abgehauen. Und ich sag ihm dann auch noch, wer den Fallschirm öffnet, weil ich so nett bin. Ja, aber der geht ja dann eh wieder aus. Aufklatschen lassen soll. Komm von oben. Der fromme Buff. Der Aufpraller in der Luft war auch geil. Ja, dieser Aufpraller in der Luft. Juice halt. Super. In der Luft habe ich ihn gerammt und bin bewusstlos. Das würde wahrscheinlich auch so passieren. Vermutlich, ja. Da war doch der eine Typ, der hat doch jetzt zwei künstliche Beine. Das waren doch so Highspeed-Fallschirmspringer. Die sind dann, weißt du, so mit so einem Anzug auch und aerodynamisch halt, damit sie die Höchstgeschwindigkeit erreichen, so, und dann hatten die so, wie heißt das, so Rauchdinger hinten am Fuß und wollten so nah wie möglich aneinander vorbeifliegen. Und dann sind die ineinander geknallt und der eine hat im Prinzip mit seinen Armen die Beine abgeschnitten. Das muss erst mal hin. Mit seinen Armen hat er die Beine von dem anderen abgeschnitten? Ja, quasi. Also die sind so aufeinander geprallt und dem einen Beinen sind ab den Knien quasi komplett die Beine weggeflogen. So. Gott. Die waren über 300 km/h schnell beide. Überleg mal, was das für eine Energie ist, wenn du aufeinander knallst. 600 km/h. Nee, das stimmt nicht ganz. Ja. Weil, ne, weißt du, Newtons Gesetze und so, jede Kraft erzeugt eine gleich große entgegengesetzte. Physik und so, ne, weißt du Bescheid. Also die Billardkugel rollt nicht, weil du sie anschiebst, sondern weil du ihr Energie entgegengesetzt erzeugst und sie dadurch... Boah, hey, Bildungsauftrag hier, hallo! Ist doch schön. Meine zwei Generatoren gleichzeitig an, los geht's! Was? Nein! Doch, mach den anderen auch an, los! Großmeister, das war gar nicht extrem! Extrem Käse! Oh! Okay, die White Cheeks hier auch noch welche kommen. So kommt der Tank denn jetzt direkt? Weil wir beide angemacht haben. Nein. Was? Oh, er ist genau im Feuer vorbeigerannt. Nee, doch nicht. Der hat er ganz geschickt. Oh. Ah ja, er badet noch mal. Ich bin die Beine hergeschossen. Boah. Wow. Auto. Oh, fuck. Kill Bill, los. Ja, noch nicht. Hey, was soll das denn heißen hier? Bild, Tank stole my car und dann hat er mich auch noch weggeschubst. Boah. Jockey Alert. Der Jockey, ey. Ohne Pferd. Ich weiß auch nicht, was der sich dabei gedacht hat. Gar kein Jockey. Nee, ist der Mann. Aber wie klein die immer sind, habt ihr das mal gesehen? Voll die Winzig. Oh, hier so ein Musikding. Kann man das anmachen? Ja, wenn du ungefähr 30 Mal drauf bist, kommt die Portal-Musik, Still Alive. Ja. Und dann kommt da, glaube ich, 50 Millionen Zombies, oder? Ja. Das will ich, glaube ich, nicht ausprobieren. Komm da, jetzt in der Kneipe, Mann! Der gönnt sich einen Drink! Aber wie viele Menschen... Ich will keinen Drink! Es ist aber auch schon sehr ungewöhnlich, was? Eigentlich, dafür, dass es ein Videospiel ist. Ich sag, wie viele Menschen dieses Portal-Lied kennen, obwohl es halt also ein sehr, sehr rumgekommenes Videospiel quasi. Okay, wir müssen nochmal mal verbinden. Irgendeiner Nerd-Veranstaltung singst, sei es auf irgendeiner Comic-Messe oder sonst wo, wo dieses Lied so läuft, alle fangen an mitzusingen. Jeder kennt zumindest die ersten paar Strophen, so, weißt du? This was a trial. Komm, auf die Brücke alle hochkommen. Los, Leute! Brücke alle hochkommen. Ja, Commander!
Einer fehlt, Kreis. Ja, natürlich, weil ich hier gefressen werde. Weil er wird genascht. Kommen wir wieder zum Geran? Die lassen mich nie. Lauf halt auf die Treppe, Kreis. Ich geh zur stillen Treppe und setz mich da drauf. Genau. Dann kommt die Super Nanny und vergift meinen Hund. Hä? Er ist weg. Ich hab ihn gerade abgeschossen. Oh, wir fahren nach oben. Auf, auf. War's das schon? Nein. Da kommen die Treppen welche hoch. Einer muss den Generator neu machen. Den Gang bringt oder so. Einer muss den Generator starten. Marv, los. Das gibt ein Achievement, meine ich. Das ist halt so. Das heißt Kill Bill. Nicht runterspringen, du musst gehen. Ist er runtergesprungen? Ja. Ja, wieso springst du denn? Ja, toll, jetzt müsste ich zwei opfern. Sag mal, wo da du liegst, Marv, ne? Kommt man da überhaupt hin? Nein, da kommt man nicht. Gerade genau gesehen. Wir werden kein, Leute, wir werden keine. Nein! Warum hebst du mich nicht auf, ey? Ich stehe hier. Kann ich nicht. Da nicht runterspringen. Nicht runterkreisen. Jawohl, ich lebe noch. Ich allein. Tschüss. Ich dachte, ich kann dich wiederbeleben. Ja, das dachte ich auch. Gesagt, bekommen. Oh, warum haben wir denn kein Archiv gekriegt? Was ist los? Geh mal schnell runter, geh mal schnell runter. Ja, du hättest du den Generator angemacht, hättest du das Archiv mit Kill Bill bekommen. Ja, natürlich. Das ist kein Scherz. Ja, es ist wirklich das Achievement. Das heißt wirklich so. Schön. Haben wir es jetzt geschafft, sind wir durch. Da sind wir. Weil du kannst dieselbe Kampagne nämlich nochmal aus der anderen Sicht mit den Left 4 Dead 2 Charakteren spielen und dann liegt nämlich Bills Leiche an dem Generator. Oh. Das jetzt habe ich dann die schwarze Leiche an dem Generator. Das wäre es jetzt gewesen. Kommst du nicht auch an einer Stelle mit den neuen Charakteren, an den alten Charakteren vorbei und die sind nur zu dritt? Ja, hier. Sitzen die da nicht auf diesem Gerüst quasi? Ja, hier. Genau, das ist dieselbe Szene. Ach so. Die geben es da sind alleine. Ja, es ist nur einer da. Tja, aber den nehmen wir nicht mit. Mm-mm. Könnt ihr doch gar nicht mehr entscheiden. Ihr seid raus. Ich hab mich geopfert. Oben stand verstorben. So sieht's aus. Ja, die ganze Zeit keine Entscheidung. Die ganze Zeit war es irgendwie die Filmproduktion, ja, und dann plötzlich sterben die Schauspieler dabei. 838 Zombies werden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ja, das gut. Ist ja unerhört. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.